Was hielt wirklich hinterher? Hier wird alles verkehrt zur Verfügung steht. Das ist das Grundprinzip der Alltagskreativität. Heute geht es ums Ganze. Große Ganze. Damit zeige ich euch noch ein paar neue Tricks und Tipps. Aber als erstes kommen ein paar schöne Beispiele dafür, dass alle Kreativität nicht nur für Leute mit Behinderungen gut ist, sondern wirklich allen Menschen etwas nützt. Mein Vater ist nun schon etwas älter, aber zum Glück noch topfit. Dennoch ist ihm die Leiter vom Dach selbst in unserem Garten zu wackelig. Darum hat er eine simple Halterung für die Leiter gebastelt. Das ist ein Beispiel dafür, dass Alltagskreativität nicht überkompliziert sein muss. Wenn ich im Garten bin, brauche ich Hilfe beim Toilettengang.
wenn ich auf das Viertel saß, musste ich früher entweder rufen, was im Garten, wo sich die Toilette etwas außerhalb des Hauses befindet, schwierig und nervig war. Oder die helfende Person musste vor der Tür warten, was auch nicht gerade zur Entspannung beitrug. Es gibt aber noch eine einfachere, dritte Möglichkeit. Und die bietet Entspannung für alle Beteiligten. Meine Eltern sagten immer, dass ich mit so wenig Hilfsmitteln wie möglich zurechtkomme, was ich nur begrüßen kann. So kann ich den Computer beispielsweise mit einer normalen Tastatur und Maus bedienen. Das macht mich unabhängiger von Krankheit und Co. Und auch wesentlich flexibler. Allerdings bin ich nicht grundsätzlich gegen Hilfsmittel. Da muss mir helfen, das Leben zu erleichtern. Haben Sie Ihre Berechtigung? So ist meine Rolle ein echter Segen für mich, weil er mich und zuweilen auch mein Einkauf immer sicher nach Hause bringt. Lange bevor ich lernte, mit dem Rollstuhl zu fahren, benutzte ich ein sogenanntes Rollbändchen. Und jetzt komme ich zu einem Hilfsmittel, welches ich gar nicht genug hervorheben kann. Denn du bist immer matt.
das ist eine Vorrichtung, mit der ein Mensch selbstständig sein selber kann. Nach dem großen Geschäft. Auch nach so vielen Jahren mit persönlicher Assistenz verursacht es bei mir, wenn ich auf Reisen bin oder meine Eltern im Garten so viel Scham, dass ich froh bin, diese Tätigkeit zumindest bei mir zu Hause selbstständig durchführen zu können. Ja, eine Möglichkeit für Möglichkeitsnachschub zu sorgen, ohne immer an die Hänge rollen zu müssen. Ich bin der Watcher.
Ich werde euch durch diese unzähligen Wirklichkeiten führen. Folgt mir und stellt euch die Frage: Was wäre, wenn? Man kann saugen, wie man will. Es bleibt immer ein Rest im Glas. Ich könnte mich jetzt verbiegen. Aber so ist das einfach. Das geht auch mit etwas anderem, wie einem Buch. Alles bedeutet auch, jegliches Körperteile zu Hilfe zu nehmen, der man sich bedienen kann. Auch Zähne und Glieder. Kleine exklusive Bänder. Bänder wie diese für seine Zeit nützliche Hilfe für alle Reizverschlüsse. Auch Handschuhen hilfreich. Wenn der Reißverschluss von Jacken bis zum Anschlag hochgezogen wurde und die zweite Hand nicht helfen kann, kommen halt die Zähne zum Einsatz. Und auch meinen Hörgeräten zeige ich regelmäßig Zähne und andere Körperteile.
zwar könnte ich die Klappe auch mit einem Messer öffnen, jedoch habe ich es nicht immer parat. Besonders nicht, wenn ich auswärts übernachte. Etwas heil von oben nach unten zu befördern ist mit den Füßen nicht immer ganz einfach und erfordert zuweilen besondere Kreativität. Zwei meiner Hilfsmittel aus dem Kindergarten haben bis heute überlebt. Diese Rückfeste Matte verwende ich heute noch zum Fotografieren. Und hier kommt die gefräßige Federschere. Ich wünsche euch alles Gute und viel Glück. Fragt mich bitte, was ihr wollt und teilt mir auch mit, ob ihr noch mehr Videos dieser Art sehen wollt. Und bitte teilt, liked und empfehlt meine Videos und
meine Webseite weiter. Wer so schreibt, ist noch lange nicht fertig.